Die neue, die nächste Konsolengeneration soll frühestens 2026 herauskommen. Das ist insofern wichtig, da die Konsolen nach wie vor noch federführend bei der Entwicklung neuer Spiele sind. Auch wenn das nicht mehr so stark ist wie bei der Generation davor. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 20. Kalenderwoche. Das hier soll kein Treten gegen die Konsolen oder ein Konsolen sind scheiße sein. Es soll einfach mal zeigen, wie sehr die Konsolen aktueller bzw. nicht mehr so aktueller PC-Hardware hinterherhinken. Und das ist eben für uns Spieler insofern wichtig, da die Konsolen immer noch maßgebend sind für die Entwicklung neuer Spiele. Wie ich bereits angesprochen habe, nicht mehr so stark wie bei der Konsolengeneration zuvor. Allen voran, weil die Architektur auch eben mehr der PC-Umgebung ähnelt und deswegen nicht mehr ganz so schlimm, aber wie gesagt immer noch federführend. Die theoretische Rechenleistung von Prozessoren wird in Teraflops angegeben. Und wenn wir uns einfach mal zum Beispiel die Xbox Series X, PlayStation 5 und auch die GTX 1080 Ti anschauen, dann kommen wir auf die Werte, die ich euch gerade einblende. Bei der Series X sind das 12,15, bei der 1080 Ti 11,34 und bei der PlayStation 5 sind es 10,29. Dabei muss man aber auch bedenken, das ist die theoretische Grafikleistung. Das ist wie bei einem Benchmark, den man auf einem PC macht und auf einem anderen PC, wo sich nur die Grafikkarte unterscheidet. Und wenn da unterschiedliche Werte rauskommen, dann entspricht das nicht 1:1 der Rechenleistung in den Spielen. Und wenn man sich gleiche Spiele mit der gleichen Auflösung und ähnlichen Grafikeinstellungen anschaut, dann liegt die 1080 Ti leicht vor der Series X und die PlayStation 5 ist auf dem letzten Platz dieser drei. Und dabei muss man halt bedenken, die GTX 1080 Ti, die kam Anfang 2017 raus und Series X und die PlayStation 5, die kamen Ende 2020 raus. Das sind 3,5 Jahre Unterschied und am Ende des Tages liegen die hinter der Leistung einer GTX 1080 Ti und das ist in meinen Augen nach wie vor einfach erschreckend und deswegen habe ich damals auch, als die aktuellen Konsolen rausgekommen sind, überspitzt gesagt, das ist Technikschrott, was da rausgekommen ist. Die Vorgängergeneration um PlayStation 4, die wurde damals schon mit 4K, was ja UHD ist, aber auf jeden Fall mit 4K und spielbar beworben und das haben die überhaupt nicht gebacken bekommen. PlayStation 5 und Series X bekommen auch heute aktuelle Spiele oder nicht mehr so aktuelle Spiele nicht in 4K und 60 Bilder pro Sekunde hin. Das bekommt auch die 1080 Ti nicht mehr hin bei aktuellen Spielen, aber sie ist immer noch über 40 Bildern pro Sekunde, was ich soweit so mitbekommen habe. Und wenn wir uns dann mal die Werte einer RTX 4080 und 4090 anschauen, dann ist das einfach sowas von erschreckend. Die kommen nämlich auf 52 respektive 82er Werte bei den Teraflops. Im Vergleich zur Series X ist das einfach 4 bzw. über 6 mal so schnell und die nächsten Grafikkarten kommen wohl auch vor der nächsten Konsolengeneration heraus. Und das ist, wie ich finde, eben erschreckend und auch schlimm. Weil wir einfach Spiele bekommen, die besser sein könnten. Wie gesagt, das ist nicht mehr so schlimm wie früher, wenn ich zum Beispiel an Hellblade denke oder an auch einige andere Spiele, die mit der Unreal Engine 5 daherkommen. Die werden schon als Hauptplattform PC in der Entwicklung vorangebracht, aber es ist noch nicht der Standard. Wenn, dann sollte man, wie ich finde, eben von oben herab skalieren, eben vom PC dann einfach runter, wenn die Konsolen weniger können, dass man einfach so an die Sache herangeht. Aber gut, das ist etwas, was ich sage und ganz gerne hätte, aber wie es halt für die Entwickler vielleicht auch einfacher ist, weil es nun mal auch mehr Konsolen als PCs geben soll. Und weil es eben auch einfacher ist, da es weniger unterschiedliche Konsolen als eben PC-Konfigurationen gibt, kann ich das Vorgehen schon verstehen, aber eben umso erschreckender ist, wie die aktuelle Konsolengeneration mit der reinen Rechenleistung einfach hinterherhinkt. Bis 2026 ist geplant, dass es nochmal eine Auffrischung der Series X und PlayStation 5 in einer, ich sag mal, Pro-Version geben soll. Aber die werden ja auch beileibe nicht an die 4080 oder 4090 herankommen. Und mit diesem Bild vor Augen tut das Ganze, wie ich finde, ganz schön weh. Ohne jetzt zu sagen, hey, ihr Konsolenspiele, ihr seid Müll und Dreck, weil das ist totaler Quatsch. Es ist einfach, wie gesagt, wie eingangs gesagt, ein Aufzeigen, wie sehr wir da technisch einfach limitiert werden mit den Abenteuern, die wir so erleben können.
Klar muss man dazu auch sagen, eine 4080 oder 4090, die kosten aber auch viel, viel mehr als die Konsolen. Allein die Grafikkarte kostet jeweils schon mehr als eine Konsole. Absolut, aber wer sich das eben nicht leisten kann, der holt sich eben was Günstigeres, bekommt dann aber eben auch entsprechend etwas, was nicht so gut aussieht bzw. funktioniert. Ist ja auch nichts anderes bei Tablets zum Beispiel. Das Topmodell, was die wenigsten brauchen, das kostet irgendwas im vierstelligen Bereich. Man kann aber auch schon mit mittleren oder niedrigen dreistelligen Euro-Bereich etwas anfangen. Je nachdem, was man eben braucht oder eben ganz gerne möchte bzw. sich leisten kann. Und insofern hoffe ich auch, dass die Konsolen bestmöglich leistungstechnisch abschneiden werden, also die zukünftigen. Jetzt total Schnurz, ob jetzt eine Konsole leistungstechnisch vorm PC stehen wird, was sehr unwahrscheinlich ist. Da bilde ich mir nichts drauf ein oder ich fühle mich als nichts Besseres, nur weil ich persönlich auf dem PC spiele, aber mich würde es einfach freuen, weil wir alle davon dann einfach profitieren könnten. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber mich würde es eben dann für uns alle sehr freuen, wenn Sony und Microsoft mit der reinen Leistung her den Grafikkartenherstellern auf dem PC einfach in den Arsch treten können. Damit wir am Ende des Tages einfach Spiele bekommen, die von der rein technischen Seite her besser sind. Aber das ist halt, wie gesagt, nur mein Wunsch und ob es so kommen wird, ich kann nur das Beste hoffen. Das kann man sowieso. Man sollte nicht zu viel erwarten, aber das Beste hoffen, da fährt man, wie ich finde, einfach ziemlich gut. Und ich hoffe, ihr habt die Hoffnung auf eine schöne neue nächste Woche, denn die will ich euch wünschen. Habt einfach viel Spaß bei dem, was ihr tut. Vielleicht beim Schauen zusammenkratzen eure Moneten, um zu schauen, ob ihr euch eure nächste, neuere, bessere Konsole oder Grafikkarte leisten könnt. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.